Servus, es geht weiter bei Express Your Style. Heute habe ich einen bayerischen Kollegen bei mir. Also eigentlich kommst du ja auch Bayern, eigentlich nein. Aber du fährst bayerisch. Ich fahre bayerisch. Wir lassen jetzt die Katze direkt aus dem Sack. Okay. Also erst stellst du dich mal vor. Okay, ich stelle mich erstmal vor. Hi, ich bin Matthias. Das haben wir als erstes. Und da wird die Katze aus dem Sack lassen. Ich fahre einen BMW. Und zwar einen alten BMW. Einen alten BMW? Ja, was denn für ein BMW? Ich fahre einen 528, E28 aus 1984. Geil. Ja. Wirklich geil. Ja. Ich habe auch lange gesucht nicht, aber er wollte einfach zu mir, glaube ich. Das war. Ja, dazu später. Dazu später, ja, okay. Mehr, weil wir wollen jetzt erstmal dich kennenlernen. Weißt du, wir müssen ja wissen, was macht der Matthias? Wie alt ist der Matze? Matze ist eigentlich Fußball. Ja, wie ist der Spitzname? Matze? Doch, Matze. Fußball, das ist Matze eigentlich. Spielst du Fußball? Ja, ich spiele. Ja, nicht mehr aktiv, aber ich habe lange Fußball gespielt. Ja. Echt? Ja. Was ist deine Position? Innenverteidiger, Außenverteidiger. Ach, was? Sowas. Die Leute stoppen, Tore zu schießen. Ich habe es versucht. Oh, nicht schlecht. Ja. Ich war mal zentrales Mittelfeld, bevor ich Football gespielt habe. Habe ich einmal versucht, bin einmal hochgesprungen, habe mir die Bänder gerissen. Ich so, ist nicht so meins, ich brauche das Spiel eher so vor mir. Also brauchst du das Spiel eher so vor mir. Jetzt also, nicht mehr. Jetzt nicht mehr so. Wie alt bist du denn? 35. Ach, was? Ja. Ja. Jung. Ja, die Mütze kaschiert viel. Ja. Lichtes Haar? Lichtes Haar. Gar kein Haar. Aber ganz ist auch nicht schlimm. Ganz lichtes Haar, oder? Ja, abrasiert. Aber ist okay. Gar, so? Geheimer trecken, oder? Nö, einfach hinten hat es aufgehört. Ja. Ich gesagt, okay, bevor es dann nicht mehr so. Finde ich aber gut. Ja. Ich würde auch abschneiden. Also, wenn ich jetzt so Lücken kriege, abschneiden. Ich habe noch volles Haar, dafür grau. Also, entweder aber hast du auch keiner nicht schlecht. Oder. Das sind immer diese zwei Wege. Ich finde es gut. Also auch hier das gut. Wenig grau, ne? Schreiße, ja, hier ein bisschen. Mann, ein bisschen, ja, ja. Also, 35 schockt dann, also, das schockt nicht viele, aber es ist dann halt so, 35, so, ja, ich bin schon länger dabei. Cool. Ja, okay. Matze. Ne, Matte. Was ist das? Matthias. Wie du magst. Also 35 Jahre alt. Wo kommst du weg? Ich komme aus Hagen, also quasi um die Ecke. Ach was. Arbeiter bin in Dortmund. Und zwar noch in der Ausbildung. Ich war vorher beim Bund 12 Jahre. Und, und mache jetzt bei der Stadt Dortmund eine Ausbildung fürs Jobcenter-Studium. Ja. Bei der Stadt Dortmund? Bei der Stadt Dortmund. Meine Freunde. Ich wollte gerade sagen, deine Freunde. Meine? Ich bin Jobcenter-Typ, also es ist alles gut. Echt? Ich bin jetzt nicht so der Städter, sondern eher so in der Richtung. Okay, heißt, warte mal, du bist bei der Stadt Dortmund, bist in der Ausbildung, bist du Beamter? Ich bin Beamter. Ja. Geil, ne? Ein Grund im öffentlichen Dienst ist das Beamtentum. Das ist geil. Es ist halt wirklich das, warum... Du bist unkündbar. Ja, quasi. Ich muss richtig viel Scheiße bauen, um rauszufliegen, ja. Okay, was hast du bei der Bundeswehr gemacht? Da war ich beim Nachrichtendienst. Also in der Eifel und 12 Jahre lang. Hat Spaß gemacht. Hat dann auch gereicht. Also es war einfach diese Pendelei zwischen Eifel und Hagen. Ich bin halt nie da hingezogen. Okay, aber du bist nicht jeden Tag gependelt? Nee, nicht. Also wöchentlich und hinterher. Also es war Schichtdienst und dann ging das eigentlich relativ gut. Also ich bin alle drei Tage wieder nach Hause gefahren und dann wieder hingefahren. Okay. Ja. Gut, was macht denn Mathis noch so? Was macht er noch so? Also wenn ich Freizeit habe, tatsächlich am Auto schrauben oder ansonsten halt Familie. Also Familie? Zwei Kinder, zwei Töchter und die sind halt also auch sehr zeitintensiv, aber macht auch Spaß. Okay, wie alt? 5 Monate und 3 Jahre. Verheiratet? Auch verheiratet, seit 4 Jahren, wir sind aber seit 15 Jahren zusammen, also es ist so eine Sandkastenliebe im Prinzip. Nee. Ja. Seit 15 Jahren zusammen? Ja. Boah. Es läuft. Lange. Ja. Leck mir am Arsch. Respekt. Ja, cool. Und sie macht den Tick auch mit, ja? Also, weil ich meine, das ist ja auch manchmal ein hartes Thema, ne? Ich meine, bei mir kann ich immer sagen, hey, das ist Beruf, sorry, tut mir leid. Aber wenn es so Hobby ist, von früher weiß ich, dann war immer so irgendwie so, ey, muss die ganze Kohle da reinballern? Was soll denn der Scheiß? Ja, was heißt, also sie macht's mit, also sie hat auch Spaß daran. Also sie fährt mal mit auf Treffen, wenn man auf Treffen fährt heute. Und, aber sie reglementiert dann doch auch schon, weil ich glaube, wenn ich meine ganze Kohle, sagen wir es mal, ins Auto schmeißen würde, dann wäre ich jetzt auch keine 15er mit zusammen. Aber es muss halt immer Kompromisse eingehen. Ich finde es doch okay. Also ich habe mein Spaßauto da stehen und kann daran eigentlich so viel machen, wie ich möchte. Ja. Aber es ist halt auch wichtig, dass wir in Urlaub fahren oder einfach. Okay. Es wenn ist man ein was anderes Kompromiss. Werden muss, also es macht halt alles Spaß. Also was ist dein Daily? Ein Seat Leon FR. Ja, aber ist cool. Ja, zum Pendeln Bombe. Auf jeden Fall. Diesel war wichtig. Hagen Dortmund immer? Ja, genau. So 40 Kilometer am Tag hin und zurück. Ey, ihr könnt da eine Fahrgemeinschaft machen. Ja, wir haben gerade auch festgestellt, er wohnt einfach 2 Straßen weiter. Nee. Nee, eigentlich nur eine Straße und gefühlt 5 Häuser oder sowas. Also er fährt bei mir immer jeden Morgen dran vorbei. Ja. Gehen wir doch nicht. Guck mal. Wie bist du zum Tuning gekommen? Wie bist du zum Tuning gekommen? Oder wann? Wann? Also eigentlich waren Autos schon immer so, waren immer da, so im Prinzip. Ja, und ich glaube,
das Ganze ist, liegt dann irgendwie doch in den Genen gefühlt. Also meine Eltern haben sich halt getrennt, ganz früh. Und dann habe ich ganz lange keinen Kontakt mit meinem Vater gehabt, tatsächlich. Aber ich weiß halt von früher noch, dass wir halt auch immer an die Hohen Siebburg sind wir gefahren. Da war ja früher immer Halligalli. Da war es dann Semptin. Genau, die Semptin. Da waren wir auch immer, haben wir Kakao getrunken und da fing das eigentlich schon irgendwie an. Und dann hat man das dann irgendwie gemerkt, vor 5 Jahren oder 6 Jahren haben wir uns dann wieder getroffen, tatsächlich. Ah. War echt cool. Und da merkt man noch, okay, da habe ich es her. Und es fing halt immer so an. Also ich habe angefangen, mein erstes Auto war zu halb vernünftig ein MGTF. Cabrio, weil warum auch nicht? Okay. Sah halt cool aus. Okay. Dann gab es die vernünftige Entscheidung, gab es dann schon mal den TDI, den Diesel, den FR auch schon damals. Okay. Aber ich habe immer angefangen, sofort irgendwie was im Kopf zu haben, wenn ich ein Auto habe. Und dann ist es eigentlich auch gemacht, so wie es halt ging. Also ich, ja. Das ist cool. Ja. Gibst du weiter an die Töchter? Tatsächlich ja. Also ich mal gucken, ob sie es wollen oder nicht. Ich meine, da kannst du nichts machen, aber ich meine, du nimmst sie schon mit. Also ich nehme sie schon mit, ja. Also wenn es möglich ist, jetzt klar, jetzt die Ältere, ja, die Dreijährige, die können wir schon auch treffen, kann man die schon mal mitnehmen. Die haben natürlich die Aufmerksamkeitsspanne, ist jetzt nicht so groß, ja, okay, aber die hat auch Spaß daran. Also die läuft ja wirklich durch die Gegend, so, oh, guck mal, hier knattert Auto, da knattert Auto. Das ist schon ganz cool. Ja. Guckt, ob es wirkt. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber genau, ich meine, wenn man ihr schon mal ein bisschen mitgibt und die muss ja nicht mega aufgehen, nein, aber ja so ein bisschen aber Plan davon habe ich schon cool. Es wäre halt also so die Idee, also die Idee dahinter war. Also der Plan? Der Plan und die Idee dahinter. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, wie cool wäre es denn, wenn dann eine 18-jährige Tochter dann einfach irgendwann mal einen Typen aufgabelt und einfach das coole Auto da vor der Tür steht. Und so, lass ich fahren. Ja, genau. Ich nehme meinen. Also du wolltest das mal 9,5 mal 16 drauf machen auf den Reifen? Ja, irgendwie so, das wäre schon ziemlich cool. So ein Prestige 30 wäre ganz geil. Der EC3 und dann der Typ nur, was? Das wäre geil. Warum? Ja, genau, das wäre halt ziemlich cool. Ja, das wäre cool. Ob es so kommt, mal gucken, aber. Ja, das wäre cool. Ja, das wünsche ich dir. Ja. Gib ihr noch ein bisschen, ne? Noch mehr Druck. Du bist ja auch schon bei Insta, ne? Ich bin bei Instagram, ja. Ja, wir wollen ja ein bisschen Werbung hier machen, ne? Okay. Das werden wir jetzt einblenden. Okay, dann... Dein Insta. Stance League, tatsächlich. Ach, war es echt? Ja. War noch frei? War tatsächlich frei. Lustige Story eigentlich auch. Unabhängig voneinander. Also Fangtilt hat das ja irgendwie so generiert, diesen Begriff. Und aber unabhängig voneinander sind wir auf die Idee gekommen. Ich wusste das nicht. Ich habe das 2014 oder 15 habe ich das, glaube ich, bei Facebook mal so einfach so eine Seite, wo man Autos sieht, wie das eigentlich jeder so macht. Ja. Fand ich ganz cool. Habe diesen Begriff genommen. Ich habe es von Champions League tatsächlich abgeleitet. Okay. So, und ich habe dann über Jahre, jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich mit dem Marcel, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich meine, Marcel war es, der den Begriff auch für Felgentilt im Prinzip geprägt hatte. Der hat auch einen R20. Ach was. Und dann haben wir halt darüber gequatscht. Und er ist halt auch darüber gekommen, weil er nichts sagen wollte mit Low. Alle machen ja Low irgendwas und er wollte irgendwas anderes haben. Und ja, deswegen sind wir auf die Idee gekommen. Also er ist auf die Idee gekommen, ich bin so über die Idee gekommen. Cool. Also es ist, ja, manchmal ist es so. Manchmal ist es so. Zwei doofe Gedanken. Ja, haben wir schon wieder. Ja, Mensch. Haben wir wieder. Ja, geil. Du bist aber jetzt, also du fährst einen Seat, du fährst einen BMW. Also du bist jetzt nicht irgendwie komplett auf BMW. Also gar nicht. Das ist mein erster BMW. Also ich bin auch vorher VW gefahren. Ich hatte einen Golf 2 G60. Ja. Okay. War ein Scheunenfund, war lustig. Okay. Und da hast du ihn aufgebaut? Ja, der war viel dran gemacht tatsächlich schon. Also ich habe dann, also der war komplett leergeräumt, der war vom Vorbesitzer halt komplett leer mit einem Käfig drin, 2 Rennsitzen, mehr war das nicht. Ach cool. Und der hat ihn halt abgegeben, weil er nicht mehr fahren konnte, weil er einen Rücken hatte. So effektiv ist er, dass die Karre in Marburg stand in der Scheune, wirklich, und hat ihn auf den Trailer gesetzt, zum TÜV gefahren und wieder reingefahren. Ich so, nee. Und ich hatte eh eine Suche auf den Golf 2, weil Golf 2 ist so ja, die geil. Jugend irgendwie so und die wollte ich unbedingt haben. Mein erstes Auto. Genau. Und, also meiner ja nicht. Aber war halt immer so ein Auto, was man haben wollte. Gesucht und dann habe ich den gefunden. Bin hingefahren und dachte, okay, krass. Nimm den. Ja, im Prinzip war es so, ja, okay, nehme ich. Also ich bin hingekommen und er meinte dann, ja, ich mache das immer so, ich stelle den immer so ab. Und ich habe dann in 3 Minuten, war es für mich schon so, okay, den Wagen muss ich haben, egal was du sagst, ich kaufe den sowieso. Er hat mir eine halbe Stunde, bevor wir in dieses Auto überhaupt eingestiegen sind, alles über dieses Auto erzählt, wie er denn ist. Ja, ja, cool, machst eh nichts falsch mit. Ja. Und den hast du abgegeben, verdammt? Ja, habe ich viel Geld gekriegt dafür. Also es war einfach so, ich wollte also du bist bezahlbare, okay, das ist nein, gut. Alter. Was ist es bezahlbar? Egal, Mathis, was ist bezahlbar? Mathis, ja, Mathis wollte den Focus RS immer haben. Ich habe noch einen. Ja, hatte ich auch, bis vor dem BMW. Hm. Und dann habe ich halt die Möglichkeit ergriffen, so. Hab halt ein entsprechendes Angebot für den Golf bekommen und hab gesagt, alles klar, jetzt hole ich mir mein Traumauto. So ist es. Dann habe ich den 2 Jahre gefahren und danach kam der. Ja, das ist krass. Ja. Und dann ist auch wieder, also ich meine, ich ärgere mich ja auch, ich habe so viele Autos mal abgegeben, weil ich gedacht habe, boah, ich brauche die Kohle, Mann. Ich muss das machen. Ist einfach so. Ja, es ist ja auch es ist ja jetzt immer noch so. Genau, weißt du, ja, willst du ein Projekt machen, denkst du, nee, erst muss ich den verkaufen. Genau. Erst brauchst du die Kohle. Richtig. Ja, ist so. Das ist,
Wenn es nicht so wäre, ich glaube, da hätten wir alle ohne Ende Scheunen voll mit Autos und es gäbe nichts mehr auf dem Markt. Ich habe nicht so viel Platz. Also ich habe ein bisschen Platz, aber nicht für... Du bist ein Beamter, Mensch. Ja, an der Kohle liegt es mehr. An der Kohle liegt es nicht mehr. Das stimmt. Ja, geil. Also da haben wir eigentlich das, so das Grundlegende. Ich meine, alles andere wird es ja noch geben. Aber wir müssen jetzt zum Auto. Wir müssen mal das Auto sehen. Okay. Ich habe selber auch noch nicht wirklich angeguckt. Das mache ich immer. Also erstmal nicht spoilern. Und ich finde das echt, echt schick. Danke. Cool. Cool. Auf jeden Fall, ich meine, ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Ich würde auch gerne einbauen. Okay, lass uns gehen. Lass uns gehen. Also, jetzt stell uns dein Baby vor. Das ist mein Baby. Hat es einen Namen? Es hat keinen Namen. Nein, es hat keinen Namen. Ja, aber es ist auch schwer. Ja. Genau. Ich tue mir auch super schwer mit Namen. Wie willst du auch so ein, also, weiß nicht, Hugo? Keine Ahnung, wie willst du ein Auto nennen? Also, es ist so. Also, der hat keinen. Also, irgendwie. Wir können jetzt eine Abstimmung machen. Habt ihr einen Namen? Habt ihr einen Namen? Dann schreib runter. BMW. Wir nennen ihn BMW. Ich habe mir letztens am Wochenende, ne, war witzig, da haben wir über Namen geredet. Also Mädels. Namen. Und Mercedes war ja eigentlich nur das. Ja, aber es war ja eigentlich der Mädchennamen von der Tochter. Okay. So, jetzt überleg mal, die hieß Chantal. Dann wird es nicht Mercedes-Benz heißen, dann wird Chantal-Benz heißen. Auch geil. Ganz schön scheiße. Der ist ein Chantal. Ja. In Tief. Ich fahre einen Chantal-Benz. Ja, Chantal Tief. Oder es hieß, weiß ich was, naja, egal. Gut, also kein Name. Kein Name. Okay. Ja. Erzähl mal. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe, wie gesagt, vorher den Focus RS gehabt und habe dann durch Zufall eigentlich, ein Freund von mir schickte mir bei eBay Kleinanzeigen. Komm ruhig näher. Wir müssen uns das, gucken uns das an. Bei eBay Kleinanzeigen halt, guck mal hier, habe ich gefunden. Das, dann war der halt noch Silber. Ja. Auf Luft war tatsächlich schon drin, also es war schon das Luftfahrwerk drin vom Besitzer. Und bin ich hingefahren, ich gehe mal nur gucken. Ja, mal gucken, war da nicht. Als ich dann wieder gefahren bin, war klar, okay, der RS muss weichen. Und war halt ausschlaggebend, war irgendwie so, dass es ist halt zeitlos, ich stehe auf alte Autos einfach. Ja, du bist ja auch in einem gewissen Alter mittlerweile, ne? Genau, das kommt dazu. Steil auf 40? Steil auf 40, ab und zu hört man ja auf, deswegen. Ich bin 40. Ja. Und ich merke auch mehr die alten Dinge. Ja, das ist halt irgendwie cooles Fahren, also es ist einfach noch Fahren. Ja. Das sagt man immer so einfach, aber es ist einfach es ist so, es entspannt mich, Alter. Es entschleunigt. Genau. Und dann habe ihr habt ihn lackiert? Genau, dann haben wir ihn lackieren lassen, oder ich habe ihn lackieren lassen. Wow. In schwarz, komplett, wie er jetzt hier so steht. In außen? Ja. Hast du den Motor rausgenommen? Nee, Motor ist das einzige, was du nicht. Das war es auch schon. Ne? Sonst ist der komplett schwarz einmal. Mein Lackierer hat mich auch gefragt, willst du ihn wirklich in Uni-Schwarz haben? Weil er halt total anfällig ist. Ja. Der kommt sich geil aus und es ist, ja, eigentlich, es sieht halt gut aus. Also ein bisschen Putzteufel? Eigentlich. Ja, was heißt Putzfeld? Ja, was meinst du? Wie jeder, gar nicht, wie jeder Autobekloppte putzt man sein Auto mal. Wir öfter. So. Ja, aber ich bin absolut. Ich hasse Putzen. Ich mach's halt. Ich bin voll die Schlampe. Okay. Ist doch nicht schlimm. Also, ich putze ihn jetzt nicht exzessiv. Es gibt Leute, die sind viel besser und viel schlimmer, was das angeht. Okay. Also, die sind besser im Putzen. Ja, die sind besser im Putzen. Die sind halt besser. So, so wie er steht, ist er halt sauber. Dann haben wir die Felgen im Prinzip, habe ich mir ausgesucht. Das war. Das ist eine BBS RC-Felge, die 90er. Ja, und habe dann im Internet gesehen, ein Photoshop-Modell im Prinzip in schwarz mit goldenen Schrauben und dem Sechskant. Und dann habe ich halt einen Bekannten geschrieben, so, dann kriegen wir das so hin. Also, ja, klar. Ich so, okay, dann mach. Dann haben wir das gemacht. So, ich war mir erst nicht sicher, weil die meisten machen ja immer silberne Felge und schwarze. Ja, aber finde ich auch ganz toll, finde ich gut. Und dann habe ich halt gesagt, okay, machen wir schwarz-schwarz. Und als ich dann ausgepackt habe aus dem Karton, habe ich gesagt, alles richtig gemacht. Als ich dann drauf gesehen habe, habe ich gesagt, definitiv alles richtig gemacht. Ja, das sieht geil aus. Ja, und jetzt die letzte Ausbaustufe, nenne ich es mal, ist halt jetzt der Ducktail. Der ist seit heute quasi drauf. Echt? Ja, der ist ganz neu. Der ist eigentlich für den E30, genau, ist ein GFK. Was hier angepasst hat, ne? Genau, komplett angepasst. Der war halt vorher, hatte der so Nietenlöcher, da war der für den Drift. Alles komplett plan gemacht, geschliffen, lackiert und dann eine neue Heckklappe dazu geholt, weil ich halt bei dem alten Auto die Original-Heckklappe hatte. Ja, ist gut. Nee, ist cool. So, und das passt dann auch wieder ganz gut ins Konzept, weil für mich war irgendwie die Grundidee, mit zwei, drei Knöpfen halt einen anderen Auto zu haben. Also wenn ich den halt durch die Gegend fahre, ist der halt hoch, so wie es uns vom Oldtimer-Entrenzil auch gehört. Genau, das ist Patina. Finde ich halt gut. Nee, finde ich mega. Alles gut. Genau, finde ich halt mega gut. Dann geht er halt hoch und ist leise. Wenn ich aber zwei, drei Knöpfe mache, dann ist er halt laut und. Also Klappe. Klappe hat er. Genau. Mal gucken, was du da gemacht hast.
Da ist ein bisschen rum. Ja, die Klappe ist relativ weit unten. Also eigentlich relativ zentral gehalten. Ja, genau, da. Und ja, da haben die Jungs vom Workshop echt geile Arbeit geleistet. Mal wieder, da habe ich meinen Fokus auch gemacht damals. Ja, die machen ganz gute Sachen, ne? Ja, wirklich. Und ich habe den halt abgegeben, das war ganz krass. Ich habe den abgegeben, weil gesagt, ich möchte quasi offen Tourenwagen, 80er Jahre und zu normal. So, und dann habe ich ihn abgeholt und Ralik meinte schon so, okay, das ist krass. Ich so, okay, dann mach mal an. Also ich habe mich echt erschrocken das erste Mal. Das ja, mach an. Ja. Weißt du? Okay, du hast zwei Knöpfe, du machst einen hoch, machst einen tief, machst einen laut. Ja, genau. Und dann das andere Auto da. Und okay. Da passt halt das Konzept mit der Heckklappe auch. Also wenn ich jetzt Bock habe, so, also ich finde, es sieht richtig gut aus. Ich wollte tatsächlich auch das erste Mal richtig liegen mit dem Ding. Oder halt Limousine. Ne? Und dann halt wieder die andere Klappe drauf und hast wieder den klassischen. Das ist echt geil. Auch innen, also sehr nostalgisch hier, Nadi und so. Genau, und das ist halt alles geil. Oh, das Radio ist ja stylisch, Mann. Mit TKKG-Kassette tatsächlich drin. Die war irgendwie schon die ganze Zeit da drin. Ich habe sie nie rausgemacht. Echt? Ich finde ja den Bordcomputer hier so mega geil, ja, bei BMW. Ne? Das ist so geil. Wie geil das früher einfach war, ne? Ja, vor allem simpel. So, den Schaltknopf haben wir noch geholt. Da war die ganze Zeit ein Golfball noch drauf. Den habe ich auch noch nie gesehen irgendwie. Nee. Bei eBay gefunden, geholt. Und nee, wirklich nicht. Ich meine, das bei dem neuen X6 und so was, das hat ja auch so eine Art Diamant. So. Ja. Also das find, ich finde es ja ganz schlimm. Das ist so ein bisschen, aber das finde ich auch irgendwie nostalgisch. Ja, es passt doch halt. Ne? Ja, mega. Auch die Velour-Sitze hier, ne? Genau, also im Prinzip ist es die erste Sportausstattung, irgendwie habe ich mir sagen lassen, vom BMW, die sie damals verbaut haben. Das ist ja der 528er, danach gab es ja nur den 530 oder irgendwie so, 535. 535, oder? 535 ja. Halt, ne, den großen. Und das ist alles vom Werk aus. Also diese Ausstattung war wohl mit einer der ersten, die da reingebaut wurde. Der hat auch eine Differenzialspieler hinten drauf. Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist schon geil. Das ist schon cool. Ich meine auch dieses, das ist ja so geil, so dieses nach zum Fahrer gekippt, ne? Da genau. Ja, ne, das war ja so Anfang der 80er, da haben sie gesagt, boah, krass, Alter. Das ist ja wie ein Cockpit. Wie ein Cockpit, genau. Geil. Ja. Ach, ey, mega geil. Du hast ja echt ganz, also dein Auto, dann hast du hier dreiteilige Felge. Genau, die WBS-Felge. Und jetzt sehe ich nur Idlers und jetzt hast du eine RWB da oben drauf. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich eine RWB nicht fahren kann, habe ich mir gesagt, oh. Not bad. Ja. Cool. Wie bist ja, du ich weiß, ich bin ja eigentlich in meinem, ich würde den nehmen und den, ich würde alle RWBs nehmen. Ja, aber du musst zum G4 kommen. Also der wird jetzt Anfang April, Ende März wird der kommen. Ich bin dann hier. Bis um die Ecke. Ich bin tatsächlich, das war eigentlich auf der Agenda auch, also ich würde mir das echt gerne mal angucken. Jetzt hast du die ganzen Bilder, ich habe dich noch nicht gesehen. Also wir haben ja drei Stück hier schon gebaut und du warst nicht da. Ich war tatsächlich noch nicht da, nein. Und du hast es tätowiert, Mann. Ja. So, was ist das für ein, warte mal, das ist, muss ich mal gucken. 64, aber ich kann nicht sehen. Ja, war geil. Ja, ne? Sehr passt geil, halt zum Autoabend. Und wie gesagt, Nakai hast du noch nie kennengelernt. Nein, noch nie. Die Idee ist eigentlich auch, mir dann hier die Unterschrift dann drauf zu setzen. Noch dafür ist noch der Platz da. Das wird sehr schwierig. Soll ich dir die Unterschrift zeigen? Also die Unterschrift sieht aus, entweder, okay, das ist nicht, aber das ist die klassische Unterschrift von Nakai. Jo. Also, ich besorge dir einen Slot. Sehr gut. Und jetzt gib dir mal Mühe. Nee, aber geil. Ich finde das echt mega. Okay, pass auf. Eingetragen ist alles, ne? Natürlich. Wir arbeiten damit. Also, ja. Die Felgen sind drin. Ja. Fahrwerk. Fahrwerk arbeiten wir dran. Und gut, gut. Ist die ganze Sache durch. Reaktion natürlich ist alles so Bo-Girl, wa? Ja, überwiegend. Ja, ich habe noch keinen gehört, boah, nee, ist ja hässlich. Also, das ist das Geile an alten Autos, ohne Scheiß. So. Also, was ich auch mega cool finde, wenn dann die älteren Leute einfach, die gucken halt alle so, oder das war damals beim Golf auch schon so. Wenn du dann den Opa da hast, der sich so umdrehen und so, alles klar. Geil, ist ne? Ja, danke. Weil normalerweise sind die immer sagen, boah, ey, der ist laut, der genau. Ist doof. Aber die gehen mir auf den Sack, Alter. Genau, aber selbst wenn ich mit dem laut mal fahre, dann ist auch echt so, er ist erschrocken, aber auch so, ja. Musikanlage geht? Ja, ich was ich gut finde, dass die Hutablage noch OEM ist. Ja, ist alles. Also hier ist komplett so wie er da steht, stand er da. Maschinenraum ist jetzt nicht so schön. Wie Maschinenraum? Ich finde ja die Öffnung, den Mechanismus finde ich ja geil. Ne? Ist halt alt, ne? Alt und dreckig. Aber das finde ich geil.
Ja, wie gesagt, das ist halt das, was noch ansteht. Also wir haben jetzt mal die Düne und so sauber gemacht und dann das kommt alles weg. Ja, und, aber machst du nicht neu rein, ne? Nein, nein, das kommt raus. Ja, alles raus und dann sauber und dann war es das. Aber ein echtes Auto. Also es ist halt ein Auto, genau. Authentisch. So gehört sich. Also ich würde auch nicht jetzt, willst du jetzt High-End machen? Also willst du wirklich nein, alles? Wir haben den halt schon sauber gemacht, der sah noch viel schlimmer aus. Ja, dieses gelbe Wachs war da überall. Da war so viel Sift drauf auf der Karre. Auch hier, die waren halt nicht silber, die waren halt wirklich schwarz. So, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen mit meinem Papa gemacht. Das ist halt nach und nach halt, ne? Ist halt so. Geil. Ich finde das cool. Ich mag, also ich meine, ich finde auch die andere Welt cool, diese Shiny, weißt du? Ja. Aber ich finde so echt. Also hätte ich eigentlich gar, also ich persönlich hätte da keinen. Es muss so sein. Ich meine, so ein bisschen, ne? Ein bisschen schön, ein bisschen. Genau, es kommt halt. Genau. Also ich habe den jetzt auch erst 2 Jahre, den Wagen, und nach ist halt so das Motto, ne? Aber was ist dein Traumauto? Mein Traumauto. Also ob ich es festlegen könnte, weiß ich nicht. Also ich glaube, mein wirkliches Traumauto ist halt ein RBB. Wenn ich wirklich von Traum ja, ich meine meine auch, aber ich finde es gut, dass... Also Traum, wirklich der RBB. Jetzt erschwinglich war es der Focus RS. Den fand ich immer geil. Immer noch. Cool, ja. Ja, und halt sowas Altes. Also da kann ich es nicht festlegen. Also die beiden. Also unerschwinglichen RBB und erschwinglich war es der RS. Aber sowas finde ich halt auch wunderschön. Also es ist halt, sind zwei Ligen, finde ich. Also das eine ist so die eine Liga, das andere ist so... Die, das, die bezahlbare und... Du bist, ja. Ich kann es aufmachen. Ja, klar. Ja, das ist cool, ey. Ja, das war's so zu dem, also traumautosmäßig. Also, ich würde ja lügen, wenn das jetzt kein Traumauto wäre. Nee, war halt, ich finde das auch, das ist Traumauto. Ich setze halt so um, wie ich es im Kopf habe. Das finde ich halt aber für, relativ schnell immer irgendwie. Ja. Du fährst auch bei Regen, ne? Weil sonst wär's nicht hier. Ich fahre auch bei Regen, ja. Nicht oft, aber das ist ein Auto. Was soll man machen? Das ist nicht aus Zucker, der wird nicht auseinanderfließen. Ja, sag ich auch noch. Ich werde hier mal ein bisschen angefoppt, weil meine Lippe vorne so weggekratzt ist, weißt du, vom RBB. Aber es passiert. Fährt ist halt. So. Ja. Mein Gott. Richtig. Muss sein. Wenn nicht, dann ist es auch doof. Okay, weil, wenn wir jetzt gerade über Traumautos reden, was ist denn, was würdest du ändern wollen? Das ist schwer. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Muss, also ich überlege die ganze Zeit helle Felgen drauf zu machen, um es einfach mal zu sehen. Einen Kontrast zu sehen, wie es drauf aussieht, aber jetzt... Ändern würde ich nicht viel. Also wenn, dann technisch noch ein bisschen fitter machen. Ja. Also der läuft wunderbar. Es ist halt irgendwie so ein Aggregat, das machst du an, das läuft. Ja, unverwüstbar. Aber sonst... Chrom, Blende willst du lang machen? Ja, weil ich einfach diese Potte mal ganz geil finde. Ja. Ich habe überlegt schon mal, ich hatte so eine To-Do-Liste zu Hause tatsächlich irgendwann mal Anfang des Jahres, mal so was willst du machen. Und da war auch Chrom weg, alles schwarz. Aber irgendwie ist es dazu nicht gekommen und ich finde es auch nicht schlecht. Also ich finde halt gerade diesen Kontrast zwischen diesem neuen Lack und dem Chrom finde ich echt ganz geil. Und es beißt sich nicht auf den Gold, das finde ich ganz gut. Finde ich auch, weil ich meine, dann hast du gar kein Detail mehr. Weißt du, ich meine, wenn du halt alles eine schwarze Masse hast, dann hast du noch. Ja, das ist cool. Was ist dein nächstes Projekt? Den so technisch fit zu machen, dass du sagst, okay, fertig. Also projektmäßig plan ich eigentlich nicht. Also wenn, dann wärst du Felgen oder... Okay, aber nee, auch neues Projekt generell oder was? Nee, ich kann nicht. Also ich glaube tatsächlich, der ist so der Endgegner, nenne ich es mal, den behalte ich und ich habe jetzt erstmal nichts in Aussicht. Also ich bin froh, wenn ich die Karre so stehen habe, wie ich sie haben möchte, das habe ich jetzt schon fast. Ob dann was Neues kommt, keine Ahnung. Ey, sag nicht, guckst nicht im Netz und denkst so, ich guck mal gestern Abend, jetzt. So, siehst du, gestern Abend beim Super Bowl oder so, bei der Pause, so, warte, ja. Oh, da habe ich was gesehen und dann, weißt du, dann rattert's ja. Und natürlich rattert's, also ich habe immer mal, also jetzt, wenn wir jetzt vom Daily wieder quatschen würden, der Leon irgendwie weg, wäre cool. Mhm. Und Renault Megane RS, den Dreier, finde ich schon irgendwie immer cool, aber es ist bei dem Auto finde ich immer so, wie man davor steht. So, vorne finde ich immer super, dann machst du so, ist immer noch super, dann machst du so und denkst auch warum. Ja, das stimmt schon, ja. Das polarisiert halt so. Und das reizt dann auch irgendwie daraus, was zu machen, was geil ist. Also ich weiß, dass die schon tiefer sind, sind die schon bei mir. Cool aus, ja. Genau. Und das, so als tägliches Auto wäre ganz cool. Als tägliches Auto? Ja, wenn man halt nicht. Pass auf, nicht in den RBB rein. Wenn man nicht mehr so viel pendeln muss, eventuell. Aber auch da sagt meine Frau dann, ein Spielzeugauto reicht. Also reicht ein Spielzeugauto. Ja. Klassische Diskussion. Eins reicht. Ja, warum? Wir haben auch zwei Kinder. Ja, du musst gutes Argument. So, du musst ja auch dem zweiten Kind was vererben. Stimmt. So sag ich das immer. Das ist gut. Schatz, schon wieder ein RBB? Ja, hey. Ja, hey. Wer weiß, wie viele Kinder wir kriegen. Auf einem Bein steht man schon. Genau. Ich meine, jetzt habe ich schon den dritten dann, aber... Ja, aber das finde ich cool. Mathis, schön, dass ihr warst. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und ich hoffe, du bist beim RWB-Bau dabei. Ich komme vorbei. Ja, sehr gerne. Ich hoffe. Ja, ich bin da. Und dann wirst du Nakai-san kennenlernen, cooler Typ. Und dann soll er hier reinschreiben. Genau, ich bin mit ihm in der Hand. Und dann.
Ja, und dann nachtätowieren. Alles klar. Gut. Jetzt kommt Fabian. I remember.